Es ist Zeit für meinen Walt Disney World Haul. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum Walt Disney World Haul. Ja, gestern gelandet, heute kommt direkt der Haul. Ich bin einigermaßen fit und ausgeschlafen. Meine Erkältung macht mir noch ein bisschen zu schaffen. Aber so ist das. Ich hatte nicht wirklich Zeit, mich auszukurieren. In diesem Video zeige ich euch, was ich mir alles in Walt Disney World gekauft habe. Und ich muss sagen, ich habe mich wirklich gut zurückgehalten. Also es ist weniger als gedacht und das finde ich auch gut, denn ja, einmal ich hätte auch wirklich nicht viel mehr mitnehmen können, platztechnisch im Koffer, aber auch einerseits natürlich finanziell, weil der Trip so schon teuer genug war, weil wir oft auch essen waren, was nicht so günstig ist in den Table-Service-Restaurants und natürlich auch platztechnisch bei mir zu Hause, denn ihr wisst, ich ziehe ja bald um, also noch nicht direkt am Anfang, wenn ich meinen neuen Job in der Schweiz starte. Aber in den nächsten halben Jahr werde ich irgendwann umziehen müssen. Und da wird auch noch kräftig ausgemistet. Und deswegen bin ich ganz froh, dass nicht ganz so viel neuer Kram dazugekommen ist. Aber es gab auch zwei Sachen, die ich unbedingt wollte, die es aber dann nicht mehr gab. Die waren leider ausverkauft. Aber noch zum Kram, was ich ausmiste. Wenn ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, folgt mir gerne auf Insta, denn da mache ich regelmäßig Insta-Sales. Also wenn ihr da was abkaufen wollt, diese Woche wieder, wahrscheinlich am Donnerstag kommt ein Insta-Sale online. Ich schreibe euch meinen Insta-Namen auch gerne nochmal hier rein. Mit Spirit-Jerseys und sowas. Also schaut da gerne mal vorbei. Wie gesagt, ich muss in den nächsten Wochen und Monaten ausmisten. Ja, zwei Sachen wollte ich mir unbedingt kaufen, die es dann aber leider nicht mehr gab oder nicht mehr in meiner Größe gab. Und zwar einmal die Halloween-Kappe. Es gab so eine Cappy mit Kürbis und Mickey-Ohren und so in Orange. Die gab es leider gar nicht mehr. Ich habe sie am ersten Tag im Animal Kingdom auf einer Puppe gesehen und dachte, ach komm, die findest du doch irgendwo anders in dem Shop. Sonst hätte ich mir natürlich die von der Puppe genommen und die gekauft. Aber das ist ein Tipp, den ich euch geben kann. Wenn ihr irgendwo was in den Disney Park seht, egal ob das in Paris oder Walt Disney World, und ihr wisst, dass ihr das unbedingt haben wollt, kauft es sofort. Wartet nicht, ich warte bis abends, wartet nicht bis Ende des Trips oder so. Kauft euch sofort, auch wenn ihr es mitschleppen muss, weil es kann sehr schnell wieder weg sein. Mit einer anderen Sache, die ich mir gekauft habe, war es nämlich auch so. Also einmal die Kappe und dann wollte ich ja den Mickey's Not So Scary Halloween Party Jersey. Den gab es leider dann nur noch in XS, als ich bei der Halloween Party war. Ich habe ihn dann auch gekauft und dann im Hotel anprobiert und er hat zwar gepasst, aber er war schon ein bisschen enger um die Hüfte. Und Brina sagte, nee, also da kannst du nur mit Rock anziehen, weil ne, war schon ein bisschen eng um die Hüfte. Und da Mickey ja so schön da unten aussah, war mir das zu schade für einen Rock. Deswegen habe ich ihn dann wieder zurückgegeben am nächsten Tag. Also, die zwei Sachen wollte ich unbedingt haben, habe ich aber nicht bekommen. Und ansonsten habe ich keinen Spirit Jersey gekauft. Könnt ihr das glauben? Ich habe keinen einzigen Spirit Jersey vor Ort gekauft. Und nur ein paar Ohren. Ein paar. Ich muss sagen, ich bin schon ein bisschen stolz auf mich. Dabei habe ich andere Sachen gekauft. Aber die zeige ich euch jetzt. Ja, zwei bzw. drei Sachen habe ich oder wir vor dem Urlaub schon bestellt. Und zwar einmal unseren Magic Band. Das war hier der Magic Band Plus. Mit dem Schloss und 50. Geburtstag. Und den Unterschied zwischen Magic Band und Magic Band Plus werde ich in meinem Q&A beantworten. Da war auch eine Frage dazu. Wir haben es vorab über die Shop Disney Seite bestellen können, aber das geht nur über eine VPN-Verbindung. Also ihr braucht eine amerikanische VPN-Verbindung, wenn ihr, egal ob den Magic Band Plus oder normalen Magic Band, vorab bestellen wollt zu eurer Buchung, die sind nämlich dann auch, glaube ich, 10% oder 20% günstiger, wenn ihr sie vorab bestellt und ihr könnt die dann einfach beim Einchecken in der Hotellobby abholen. Und bei mir wurde sogar mein Name oder bei uns wurde der Name dann immer eingraviert. Da steht Simone drauf. Ja, das wussten wir auch gar nicht, aber ja, mein Name steht drin. Und ich weiß nicht, was wir dafür bezahlt haben. Ich glaube, 30 oder 35 Dollar
hat der Magic Band dann mit Rabatt gekostet. Genau, also das haben wir vorher bestellt. Wie gesagt, geht nur über VPN-Verbindungen in Amerika. Ansonsten kann man das nicht vorbestellen. Im Januar hat es nämlich bei mir nicht geklappt. Und das Zweite, was ich ja bestellt habe, das habe ich euch ja schon auch schon vorausgesagt, was ich mir bestellt habe, und zwar bei Stitch Shopee bei Loungefly. Und ich habe ja nur eine Kombi bestellt, obwohl ich ja gerne drei Kombis gehabt hätte. Aber ging nicht mehr. Also als ich dann den Endpreis gesehen habe, dachte ich, nee, das kannst du nicht bringen. Deswegen nur ein Outfit, und zwar das Halloween-Outfit. Und ich kann euch jetzt sagen, den Rock gibt es auch jetzt bei uns zu kaufen. Packe ich euch gerne den Link in die Infobox. Könnt ihr jetzt auch in Deutschland bestellen. Aber nur den Rock, das Kleid von Halloween und ich glaube das Hokuspokus-Kleid. Aber wie gesagt, schaut da gerne mal bei, ich glaube Funko Europe ist es, die Seite. Gibt es die Sachen jetzt auch. Das ist einmal der Rock. Und freue mich schon am Wochenende, den im Disneyland Paris tragen zu können. Da zu jedem Outfit gibt es ja einen Pin. Also einmal das. Und dazu das passende T-Shirt mit Pin. Das gibt es aber nicht bei Funko Pop Europe, aber das ist ja nicht so schlimm. Da könnt ihr euch vielleicht ein anderes kombinieren. Anderes Halloween-Shirt, und da ist eigentlich nur so ein Spinnennetz und eine kleine Mickey-Spinne drauf. In Orange. Ansonsten ist das komplett schwarz. Aber ich habe immer gern die Kombis. Und für beides zusammen habe ich jetzt mit, ich glaube, Steuer und Versand um die $110 bezahlt für beides. Wie gesagt, den Rock könnt ihr jetzt auch mal in Deutschland bestellen, worüber ich sehr froh bin, dass die Sachen jetzt so langsam auch mal zu uns kommen. Denn an die Sachen so sonst ranzukommen, war immer sehr, sehr schwierig. Ja, also das waren die Sachen, die ich vor dem Urlaub schon bestellt hatte. Ja, und dann kommen wir zu den Sachen, die ich gerne schon im Januar gehabt hätte, aber im Januar ausverkauft waren. Dann habe ich vor ein paar Monaten gesehen, dass sie wieder erhältlich waren. Und ich dachte, bitte, 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 auch wenn ich doch dort bin. Und zwar die Starbucks-Tassen. Wer meine Storys verfolgt hat, weiß, dass ich auf Starbucks-Suche war, Starbucks-Tassensuche war. Und ich hatte wirklich Glück und habe alle bekommen von allen Parks. Ja, fangen wir an mit der Animal Kingdom-Tasse. Und so sieht sie aus. Das ist extra die Starbucks-Tasse zum 50. Jubiläum mit allen Icons aus den Parks. Und ich habe direkt morgens immer in den Starbucks geguckt und es auch sofort mitgenommen, weil da kommen wir wieder zu dem Thema. Ne? Ich habe sie den ganzen Tag mit rumgeschleppt, aber mir war es wichtig, dass ich diese Tasse bekomme. Eine Tasse kostet $23. Und ja, wunderschön, die Animal Kingdom-Tasse. Dann die Hollywood Studios Tasse, ne, Epcot, Entschuldigung, Epcot Tasse. Die kosten übrigens alle gleich, ne, also wisst ihr Bescheid. Epcot, dann Magic Kingdom. Und bei der war es so, die habe ich gesehen, ich hatte wirklich die Bedenken, dass ich die nicht bekomme, weil die natürlich am heiß begehrtesten ist, hier mit dem Schloss. Und ich war so happy, dass ich sie dann gesehen habe im Emporium. Da gab es sie nämlich. Und als ich ein paar Tage später im Emporium schauen war, gab es sie nicht mehr. Die war dann wieder weg. Die war ausverkauft. Deswegen immer sofort mitnehmen, wenn ihr was seht. Nicht lange warten oder überlegen. Also wenn ihr wirklich was wollt. Wenn ihr sagt, oh, ich muss mal überlegen, das war bei mir auch so. Bei einem anderen Spirit-Jersey, den habe ich dann anprobiert, aber dann war es doch nichts. Oder bei diesem Daisy-Pullover, den seht ihr dann in den Vlogs. Der ist immer an mir vorbei, aber dachte ich, nee, bisschen nicht sicher. Deswegen, ja. Ja, und die letzte Tasse aus den Parks ist die Hollywood Studios Tasse. Da ist Woody. Ja, also richtig cool. Und wir waren ja an unserem zweiten Tag in Universal und ich hatte ja wirklich Angst, dass ich nicht alle vier bekomme. Und deswegen, und dann war ich bei Starbucks und habe dann noch die Universal Tasse gesehen und dachte, komm, nimmst du die auch noch mit, weil du den Park wirklich cool findest? Und hier unten steht Universal City Walk. Leider ist auf dieser Tasse nichts mit Harry Potter drauf. Da haben sie wahrscheinlich die Lizenzen nicht für bezahlt. Und die war auch nur $18,50. Also die war wesentlich günstiger als die Disney-Tassen. Aber Starbucks muss wahrscheinlich Lizenzen zahlen für die Tassen. Und hier haben sie halt Harry Potter ausgelassen. Und ja, einfach die Lizenzen nicht bezahlt. Deswegen kostet die auch nur $18,50. Ja, deswegen war mein Gepäck auch schon sehr befüllt und schwer. Und ja, jetzt kommen noch die anderen Sachen, die ich geshoppt habe. Machen wir weiter mit den Bechern. Und zwar haben wir uns ja wieder den Refill-Mug im Hotel geholt.
Für 20 Dollar bekommt man während der ganzen 2 Wochen Getränke wie Cola, also Softdrinks, Wasser, Eistee, Tee, Kaffee, Kakao. Also kann man sich alles hier in den Becher einfüllen. Für die 2 Wochen nur 20 Dollar und den Becher darf man natürlich behalten. Und dieses Mal, also im Januar hatte der Becher noch nicht dieses Mickey Shape. Der ist tatsächlich neu. Also mein anderer Becher hat das noch nicht. Und finde ich richtig cool. Und ich habe mir jetzt auch ein anderes Design genommen als beim letzten Mal. Den anderen Becher habe ich noch, weil die halten wirklich sehr, sehr lange kalt, aber auch warm. Sind aber nicht Spülmaschinen geeignet, glaube ich. Also den gab es noch als Becher. Und dann waren wir ja in der Whispering Lodge am letzten Tag zum Abendessen. Und da haben wir uns diesen Iridescent Drink geholt für 10 Dollar. Und dann durfte man diesen Becher hier behalten. Er hat einen Plastikbecher mit den Charakteren oben. Ja, fand ich ganz süß. Und das war's an an Bechern und Getränken. Dann haben wir als wir aus Living with the Lands gekommen sind in Epcot, einen kleinen Gartenstand gesehen und da gab es Pflanzen zu kaufen und zwar hier so Mini-Gartenpflanzen. Mickeys Mini-Garten. Das sind Pflanzen, die in diesem Living with the Lands angezüchtet wurden und die ihr mit nach Hause nehmen könnt. Und uns wurde gesagt, dass die alles in diesem Glas drin haben zum Wachsen. Die brauchen nur Licht. Und wenn sie dann irgendwann zu groß sind für das Glas, kann man sie einfach umtopfen und dann ja, wachsen sie wohl weiter. Es gibt auch drin eine Instruktion, die werde ich mir da mal durchlesen. Und ich habe mir welche mitgenommen und meiner Mama. Vanille war jetzt für meine Mama. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie die wachsen und freue mich drauf, das weiter zu beobachten. Wie gesagt, Vanille für meine Mama und Lavendel für meine Mama. Alles verschiedene Pflanzen gewesen. Und für mich habe ich einmal Passion Fruit mitgenommen, einmal eine Orchidee soll das mal werden. Da gab es auch so Bilder, wie die irgendwann aussehen sollen. Ich bin sehr gespannt, ob das alles wirklich wird. Und ein Kaktus. Der wächst wahrscheinlich sehr lang da drin. Also, ja, was hat eines gekostet? 14 Dollar hat eine so eine Pflanze gekostet. Die war natürlich auch ein bisschen sperrig und schwer. Wie gesagt, 2 bekommt meine Mama und 3 sind für mich. Dann bleiben wir bei meiner Mama und mir. Ich habe uns beiden dasselbe T-Shirt gekauft. Sie hat sich nämlich im Januar auch schon so ein T-Shirt gekauft und hat gefragt, ob ich ihr noch so eins mitbringen könnte. Und dann habe ich uns beiden das hier gekauft. Die Mickey ist so ein bisschen glitzermäßig unterwegs. Und das hat 40 Dollar gekostet jeweils. Wie gesagt, einmal für meine Mama und einmal für mich. Fand ich auch sehr, sehr süß, so unterm Blazer oder so kann man das auch gut auf die Arbeit anziehen. Und dann das letzte Kleidungsstück, was ich mir gekauft habe. Ja, ich habe mir wirklich nicht viel Kleidung gekauft. Ist diese mega coole Jeansjacke mit allen Schlössern drauf. Alle Schlösser weltweit habt ihr auf dieser Jacke verewigt. Brina hat sich die Jacke ja auch gekauft und in Disney Springs gab es leider meine Größe nicht. Und als wir auch die im Epcot zum ersten Mal gesehen haben, gab es meine Größe auch nicht. Als wir dann irgendwann anders in Epcot waren, morgens, gab es dann wieder meine Größe. Einmal. Deswegen direkt mitgenommen, nicht gewartet bis abends. Ich musste es auch den ganzen Tag wieder mit rumschleppen, diese Jacke, weil die bieten keinen Abholservice in den Shops mehr an und auch nicht Delivery zum Hotel, wie jetzt in Disneyland Paris. Nee, ich musste die ganzen Sachen drumschleppen. Aber ich bin sehr happy, weil die ist wirklich mega cool mit den ganzen Schlössern oben drauf. Die hat 80 Dollar gekostet, also war auch nicht günstig. Und ja, sowas kriege ich halt hier nicht, ne? Also deswegen bin ich ganz happy, diese Jacke gekauft zu haben. Dann machen wir weiter mit Kleinigkeiten. Und zwar, ja, ein paar Ohren durften mit und es sind Mickey und Minis Railway-Ohren geworden. Richtig süß. Also, diese Ohren sind so unglaublich süß. Die haben, glaube ich, 30 Dollar gekostet. Und ja, hinten habt ihr nochmal die Goofy und die Abkürzung von Mickeys Runaway Railway. Und ja, wir wollen uns dann so Kleider kaufen mit Prina für nächstes Jahr im Sommer und die dann zusammen anziehen. Also, das wird bestimmt super süß aussehen. Und das zweite Paar Ohren, was ich mir geholt habe, es ist diese Kappe.
die es gibt. Und zwar hat die $20 gekostet. Plus Gravur hat $5 gekostet. Ich habe da mir Moni reingravieren lassen. Und hier vorne steht Walt Disney World drauf. Brina hat ja tatsächlich so eine Kappe von jedem Park. Außer Disneyland Paris, das bietet es ja nicht an. Vielleicht ja irgendwann mal. Und ich dachte, das ist eine ganz coole Idee, die auch zu sammeln. Und ja, ich habe dann mit Walt Disney World angefangen. Ich ziehe sie mal an. Ich weiß nicht, wie ich damit aussehe. Wir haben so ein Mädel gesehen in den Hollywood Studios. Die hatte auch diese Kappe an und dann so ein richtig cooles Outfit dazu. Sah schon richtig schick aus. Ich weiß nicht, ob ich das Gummi denn immer tragen würde. Also das sieht so ein bisschen kinderhaft aus, wenn man das Gummi so trägt. Oder halt ohne Gummi, dass es einfach so auf dem Kopf liegt. Also das Gummi dann reinmachen, ne? Aber ihr seht, ihr versteht das Prinzip dieser Kappe. Und ja, mal gucken, ob ich es mal in ein Outfit kombiniere oder ja, einfach nur als Sammelstück behalte. Aber ja, das zweite Paar Ohren und mehr Ohren wurden es auch nicht. Dann gab es noch ein bisschen Kleinkram und ich muss sagen, ich habe, glaube ich, ich habe mir einen Pin gekauft und den habe ich, glaube ich, verloren im Hotelzimmer. Ich hatte so eine Ecke, wo ich meinen ganzen Kram gesammelt habe und ich glaube, der musste rausgefallen sein und unter den Schrank gefallen sein, weil unter dem Schrank haben wir nicht mehr geguckt, wir haben unter den Betten geguckt, aber nicht unter dem Schrank und ich finde diesen Pin nicht mehr. Es war halt ein Walt Disney World Pin mit allen Charakteren, den hat Brina sich auch gekauft. Ja, der ist leider weg. Schade, aber vielleicht beim nächsten Mal oder wenn ihr vor Ort seid, könnt ihr mir ja einen Pin mitbringen oder so. Dafür gab es aber einen Magneten für meinen Kühlschrank. Ich bin jetzt nicht der Mega-Magnetensammler, aber ich dachte, den zum 50. Geburtstag nimmst du dir mal mit. Der hat, ich glaube, ist kein Preis mehr dran, $14 oder so gekostet. Oder 15. Ja, den gab es da noch. Dann gab es Sebastian als Schulterpuppe. Und da haben mir dann auch ganz viele geschrieben, dass es den mittlerweile bei Shop Disney gibt. Also ich kann euch den Link dazu auch gerne unten in die Infobox packen. Und ich habe ihn jetzt auch gesehen, in Disneyland Paris gibt es ihn jetzt auch zu kaufen. Ja, in Walt Disney World war er, glaube ich, ein bisschen teurer. Ich glaube, $22. In Paris kostet er, glaube ich, nur 16. Und da hätte ich auch noch Jahreskartenrabatt bekommen. Aber da haben wir es wieder. Man weiß nicht, ob wir die Sachen auch bekommen in den Shop. Und ich habe natürlich jetzt nicht jeden Tag Shop Disney überprüft, was da jetzt neu reinkam im Urlaub. Und ja, ich wollte ihn unbedingt haben, weil ich ihn bei der Disney Tinkerelli schon gesehen habe, aus Anaheim. Und ich mag die Schulterpuppen sehr, sehr gern. Und deswegen habe ich mir Sebastian noch mitgenommen. Dann gab es einen Schlüsselanhänger von der Hollywood Tower Hotel. Den haben wir uns alle drei gekauft. Also alle drei. Brina hat sich den auch gekauft. Wir haben den auch für Daniel und Sven mitgenommen. Hat $15 gekostet und ich mag so große Schlüsselanhänger, weil ich dann direkt meinen Schlüssel wiederfinden kann. Oder ich hänge ihn an den Rucksack, weiß ich ja nicht. Aber der ist schon mal richtig cool. Sowas soll es auch für Tower of Terror bei uns geben. Und dann habe ich mir noch drei Schmuckstücke gekauft. Und zwar einmal diese goldenen Ohrringe. So Kreolen für $20. Dann, die habe ich beim Flughafen noch geholt. Rosé-goldene Mini-Ohrringe für $20. Und für $40 oh, goldene Schlossohrringe, wenn ich die Packung jetzt aufkriege. Ach, komm schon. Da. So sehen die aus. Auch richtig cool, mit einer Hidden Mickey drin. Ja, das sind die drei Schmuckstücke, die ich mir gekauft habe. Dann waren wir im Outlet. Da habe ich tatsächlich nur auch eine Sache gekauft, weil die anderen entweder mir nicht gefallen haben oder meine Größe nicht da war. Und zwar gab es diesen Schlossgürtel. Den hat Brina sich auch gekauft. Ich weiß gar nicht, was er jetzt gekostet hat. Vorher hat er $30 gekostet. Ich glaube, dann war es die Hälfte oder jetzt $15. Und der wird mir, glaube ich, ein bisschen zu groß sein, weil es gab nur L und X, L bis XL, aber ich kann mir ja Löcher reinmachen. Ich habe so eine Lochzange. Ja, das ist gar kein Problem. Richtig cool, auch zu der Schloss-Jeansjacke wird das passen. Dann habe ich mir noch zweimal Seife mitgenommen, und zwar einmal hier die Mickey-Seife. Jetzt rieche ich immer wieder was. Als ich im Shop war, habe ich nichts gerochen. Das war auch schlimm. Ja, also einmal die Seife für knapp $8 und die hat auch knapp $8 gekostet. Das ist halt nach Gewicht und nach Größe. Und ich hatte die letzte Mal schon mitgenommen, die ist richtig cool. Und das Peeling war auch richtig toll aus dem Shop, aber erstens ist es super teuer. Ich glaube 35 oder $40
Und ich hatte einfach keinen Platz mehr. Es wäre zu schwer gewesen, das Peeling, weil das muss ja auch in den Koffer und nicht ins Handgepäck. Und ja, deswegen nur zweimal die Seife. Und dann gab es noch, oh, jetzt muss ich hier greifen, einige reusable Bags. Auch wieder von meiner Mama, die wollte nämlich auch noch welche haben. Und zwar einmal die ganz große mit den ganzen Parks drauf. Ist richtig schön. Mit der 50, die glitzern auch so schön. Die habe ich, glaube ich, zweimal. Dann natürlich die ganz kleine habe ich auch noch mal öfter mitgenommen. Ich glaube, die kleine waren 2 Dollar, die mittlere 3 und die große 4 Dollar. Jetzt habe ich hier immer noch die mittlere liegen. Wie gesagt, ich habe mehrere von denen mitgenommen. Ja, und das ist die mittlere. Ich liebe die Taschen. Die kann man so für so viele Sachen benutzen. So, dann zeige ich euch noch die Sachen, die wir gratis bekommen haben. Und am Schluss noch die Süßigkeiten, die ich im Target gekauft habe. Ansonsten war es das schon. Was wir gratis bekommen haben, und zwar einmal diese Reusable Bag von Mickey's Not So Scary Halloween Party. Ihr seht, die ist gut gefüllt. Und zwar mit ganz vielen Süßigkeiten, die wir auch während der Party gesammelt haben. Wir hätten noch mehr bekommen. Wir hätten auch wahrscheinlich noch eine zweite Tüte voll bekommen, wenn wir danach gefragt hätten und danach gesucht hätten. Also da kriegt man richtig viele Süßigkeiten, wenn man das möchte. Und das ist natürlich auch schon richtig schwer gewesen. Wir haben hier Starburst drin und Twix, Snickers, Snickers Almond Brownie. Da bin ich auch sehr gespannt, das mal zu probieren. Snickers Minis, da freut sich mein Freund, Milky Way, aber die sehen hier ganz anders aus. Ja, ich glaube, M&M's sind noch drin, Skittles, also ganz, ganz viele verschiedene Süßigkeiten. War natürlich im, also gratis war es jetzt nicht, weil wir haben natürlich das Halloween-Ticket bezahlen müssen. Ja, dann gab es noch einen Stift aus dem Hotel. Walt Disney World Resort steht da drauf. Dann gab es nochmal einen First Visit Button für mich, obwohl das ja nicht mal mein First Visit war. Dann gab es meinen First Visit Button aus Universal, weil ich beim letzten Mal keinen Button mehr abgeholt habe. Aber jetzt war es ja auch nicht mein First Visit, aber ist noch fürs letzte Mal gewesen. Ich habe den auch nicht getragen. Dann gab es Stickers. Wo sind die anderen Sticker? Ich habe noch mehr Sticker. Ah, da unten. Ja, wir haben von einem ganz lieben Cast-Member in Hollywood Studios vom Vacation Club Stand ganz viele Riviera Resort Sticker bekommen mit dem Skyliner, Schön und das Biest und Mickey und dann, wie gesagt, ganz viele davon. Da werde ich auch ein paar ins Gewinnspiel packen. Die Tage, ich weiß nicht, ich glaube diese oder nächste Woche kommt da noch ein Gewinnspiel auf Instagram online, wo ich euch ein paar Sachen davon dazulege. Dann gab es noch zwei weitere Sticker, einmal mit Pinocchio und einmal mit Mickey gratis. Die behalte ich als Erinnerung. Dann gab es Mickey's Not So Scary Halloween Party, die Übersicht als Parkplan. Davon habe ich was mitgenommen und dann nochmal Parkpläne, jeweils von jedem Park einen. Die sehen auch anders aus wieder als im Januar. Im Januar waren sie noch zum 50. Geburtstag designt, jetzt nicht mehr. Obwohl da, doch hier unten steht noch. Aber irgendwie war was anderes, glaube ich, vorne drauf gedruckt. Ja, die gab es jeweils für jeden Park. Und dann waren wir ja Character Dining. Also ich war zweimal beim Character Dining. Einmal beim Riviera Resort, da haben wir diese Karte bekommen. Mit Mickey, Minnie, Donald und Daisy Unterschriften. Und dann war ich ja noch bei Storybook Artist Point in der Wilderness Lodge und da gab es dann die Unterschriften von Dopey, Grumpy, Snow White und der Evil Queen. Habe ich auch Brina einen mitgenommen. Und während der Halloween Party gab es auch nochmal dieses, also nach der Halloween Party dieses Bild gratis. Und zwar dieses Artwork, was richtig cool aussieht. Mickey's Not So Scary Halloween Party, das Schloss, der Kürbis und 50. Geburtstag von Walt Disney World. Eine zweite Version verlose ich dann auch auf Instagram. Also da auf jeden Fall mal nachschauen. Ja, und das war alles, was ich gekauft oder gratis bekommen habe von Disney. Und wie gesagt, ich habe noch ein paar Süßigkeiten für Freunde und meinen Freund gekauft. Und die zeige ich euch jetzt auch noch zum Schluss. So viele Süßigkeiten waren es dann auch nicht, weil Platzmangel. Und wir haben ja auch Mickey's Not So Scary Halloween Party Süßigkeiten bekommen.
Aber mein Freund liebt Chips Ahoy. Vor allem die mit Reese's und die Chewy-Version. Und im Januar habe ich mir eigentlich eine Packung gekauft. Und ich wusste nicht, dass das seine Lieblingscookies sind. Ja, nach fast 7 Jahren Beziehung, wir haben bald 7-Jähriges, wusste ich nicht, dass das seine Lieblingscookies sind. Aber dieses Mal habe ich dran gedacht und habe ihm 2-mal Reese's mitgenommen und 1-mal diese ganz kleine Packung. Normalen Chips Ahoy, Chewy, aber die normalen Cookies in der Party-Version, Party-Size. Also das sollte ein bisschen reichen. Die habe ich ihm mitgenommen. Und das ist ja auch schon riesig und schwer. Dann habe ich meiner besten Freundin, die wollte Reese's in der Halloween-Version. 1-mal die habe ich mitgenommen. 2-mal die große Packung, 1-mal die kleine. Eine werde ich aber davon auch behalten. Dann wollte sie Nerds haben. Habe ich jetzt auch 2 Packungen mitgenommen. Meine Arbeitskollegin wollte M&M's mit Peanut Butter haben. Habe ich ihr auch mitgenommen. Und dann habe ich hier noch, teile ich mir auch mit meiner besten Freundin, Reese's Take 5 als Bar. Da ist Brezel drin und Peanut Butter und so. Also schon richtig geil. Ja, das war's. Ich habe noch Deo für einen anderen Freund gekauft, aber das zeige ich euch jetzt nicht. Meine Mama wollte noch ein paar Medikamente haben. Ja, ansonsten, wie gesagt, meinen PIN habe ich leider verloren. Ja, und das war alles, was ich im Walt Disney World geshoppt habe. Also ich finde, es ist wirklich human geblieben. Es ist nicht eskaliert. Das teuerste war jetzt die Jeansjacke, except von dem Stitch-Shoppy bei Loungefly-Bestellung. Das war ja das teuerste, aber sonst war die Jeansjacke das teuerste. Kein Spirit-Jersey, 1 bis 2 Paar Ohren, ja, bisschen Pflanzen und Schmuck. Also ich finde, habe ich gut gemacht. Habe mich richtig gut zusammengerissen. Aber ich muss auch sagen, mir hat jetzt auch nichts sonst wirklich krass gefallen. Also wenn mir was wirklich gefallen hätte, hätte ich es mir auch gekauft. Aber 2 Sachen gab es nicht und der Rest war so, ach ja, wäre schon toll, aber ist schon teuer. Und ob du es wirklich brauchst, ist eine andere Frage. Und auch eine andere Frage ist, ob ich jetzt im Oktober noch einen Haul schaffe. Weil wir haben jetzt schon fast Mitte Oktober. Ja, ich bin jetzt auch in Disneyland Paris. Aber ich fliege ja am 30. Oktober auch nach Thailand. Und also in 3 Wochen, weniger als 3 Wochen. Und ich weiß nicht, ob ich bis dahin noch was shoppe. Also ja, bei Shop Disney sind einige Sachen neu dazugekommen. Zum Beispiel das Weihnachts-Spirit-Jersey oder heute Aristocats oder so. Aber da kann ich mich auch gerade noch zurückhalten. Der Weihnachts-Jersey gefällt mir gar nicht. Und ich habe auch genug Weihnachts-Jerseys. Also mal gucken, ob ich was shoppe bis Oktober. Oder ob es dann halt das erste Mal seit meiner YouTube-Karrierengeschichte, seit meinem YouTube-Dasein, das erste Mal wird es dann keinen monatlichen Disney-Haul geben. Aber warten wir mal ab. Mal gucken, was noch kommt in den nächsten Tagen und Wochen. Ja, und damit würde ich sagen, verabschiede ich mich bei euch. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, was euch am besten gefallen hat. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und wir sehen uns ganz bald wieder.